Ja, und die Einladung, es ist schön, dass wir hier mit Smatch.com unser Startup präsentieren dürfen. Wir sind ungefähr ein Jahr von Konzeption und Entwicklung uns beschäftigt damit, Social Shopping zu betreiben. Wir sind ein Team von ein paar Leuten, die im Kontext Shopping schon jahrelang unterwegs sind und die sich beschwert haben und sich da jahrelang darüber geärgert haben, wie schwierig es ist, Mode, Wohn- und Lifestyle-Produkte im Internet zu finden. Wenn man sich das mal anschaut über Google, wir haben gerade schon kurz so eine Richtung eines Vortrags gesehen, wenn man über Google Modeprodukte oder Wohnprodukte suchen möchte, beispielsweise habe ich hier mal Nike, weiße Nike-Turnschuhe gesucht, dann findet man in etwa so ein uninspirierendes Ergebnis mit Shops, mit irgendwelchen Informationen über Nike, aber keine echten Produktinformationen, keine Detailbilder, nichts. Über Google kann man praktisch solche Produkte heutzutage nicht wirklich finden. Wenn man Preisvergleichsdienste nutzt, das wäre eine andere Möglichkeit, die einfach Produkte aus verschiedenen Warengruppen aggregieren, dann sieht das nicht viel besser aus. Dort haben Sie heutzutage einen Fokus auf Technikprodukte in der Regel. Sie haben wenig Informationen über die Produkte. Insbesondere haben Sie keine Berücksichtigung des persönlichen Geschmacks oder Anregungen von anderen Usern und längst keine relevanten Empfehlungen oder Bewertungen von Produkten in dem Bereich Mode, Wohnen und Lifestyle. Weil die meisten Markenhändler aus dem Umfeld sich nicht gerne in Technikumfelder und Preisumfelder integrieren lassen wollen. Wir sind angetreten, um so eine Anlaufstelle zu entwickeln. Die erste Anlaufstelle für Mode, Wohnen und Lifestyle als Produktsuche. Haben das getan vor gut anderthalb Jahren mit einem Team, das an die Otto-Gruppe herangetreten ist. Und hatten dort das Glück, dass wir relativ schnell eine Finanzierung dafür für diese Idee bekommen haben. Wir sind... Wenn man sich mal das menschliche Kaufverhalten anschaut, angetreten, um beide Facetten, also die rationale Produktsuche wie auch die emotionale Produktsuche gleichzeitig abzubilden. Das ist insbesondere bei Mode, Wohn- und Lifestyle-Produkten extrem wichtig. Dort geht es um persönlichen Geschmack, nicht so sehr um die Leistungszahl von einer Digitalkamera. Und das versuchen wir mit diesen beiden Facetten abzubilden. Einer Seite, die so aussieht, in der die Nutzer relativ stark im Mittelpunkt stehen. Das sieht man in den rot eingefärbten Flächen, in der Mitte Community-Empfehlungen zu bestimmten Produkten und rechts aktuelle eingespielte Produkte, die User kombinieren, was sie empfehlen, um selbst in ihren Listen etwas anzusammeln oder was man gut zu seinem Lieblingsprodukt tragen kann. Wenn wir mal schauen, von der Geschäftsausrichtung sind wir komplett neutral, das heißt wir binden alle Online-Shops ein, übergreifend. Natürlich auch die der Otto-Gruppe, aber das ist nur ein Partner, genauso wie Karstadt, Neckermann, viele andere kleine Online-Shops, Sportläden oder Designer bei uns auf der Seite sind. Die Vielfalt, glaube ich, können wir schon sagen, ist so, dass wir momentan ja, höchstens von der Vielfalt eBay als Konkurrenten haben in dem Feld. Ansonsten sind wir da schon relativ gut aufgestellt, was die Anzahl der Produkte betrifft. Die Suchergebnisse, vielleicht kurz zum Prinzip des Geschäftsmodells, wird wahrscheinlich den meisten klar sein. Aber wenn ich jetzt beispielsweise nach einer Marke wie Billabong suche, dann finde ich hier ein paar tausend Begriffe. Und wenn ich dann mir ein Produkt aussuche, dann komme ich auf die nächste Seite. Einmal klicken bitte. Und wenn ich mich dann für dieses Produkt entscheide und weitergehe zu einem Shop, dann erhält Smatch dafür eine kleine Gebühr von dem Shop. Das ist im Prinzip wie auf vielen Produktportalen agiert wird derzeit. Das kurz zum Erlösmodell. Wir verdienen also an Provisionen für weitergeleitete Kunden. Was uns sicherlich differenziert von den meisten Angeboten ist, dass wir sehr stark auf Social Shopping Elemente setzen. Das ist in diesen Warengruppen extrem wichtig. Zwei Beispiele dazu, vielleicht ganz kurz. Einmal, das meiste kennen Sie davon von Amazon oder anderen Seiten. Sie können natürlich die Produkte bei uns bewerten, taggen, bookmarken, weitersagen, empfehlen und so weiter. Das gleiche können Sie mit dem Shop auch tun. Sie kriegen auf der linken Seite eingespielt immer die beliebtesten Produkte zu etwas, was Sie momentan suchen. Bikini ist momentan etwas, was stark nachgefragt wird. Und auf der rechten Seite sehen Sie, und das ist halt eben die soziale Komponente, die hier stärker reingenommen wird, sehen Sie Produkte von Nutzern, die eben diesen Suchbegriff, nachdem ich gerade gesucht habe, in ihren Kombinationen, in ihren Listen zusammenführen und ja, neue Styles kreieren. Das wird entsprechend je nach Suchbegriff dann eingeblendet und die aktuellsten Produkte immer angezeigt. Wenn ich mir dann also beispielsweise anschaue, was Auf zum Strand von Rieke für Produkte hat, dann müssen wir einmal weiterklicken, sieht man halt bestimmte Empfehlungen ihrer Liste. Sie kombiniert das halt mit ein paar anderen Sachen, die sie zum Strand
tragen würde oder was ihr einfach dazu gefällt. Ich kann dann, wenn mir dieser Style gefällt, das entsprechend bewerten natürlich. Ich kann das weiter taggen. Ich kann aber auch Rieke mir abspeichern als Person, die einen guten Geschmack hat, die ich einfach weiter verfolge und immer schaue, was für Produktempfehlungen sie in Zukunft hat. Ich kann sie auch ansprechen, als Freund verknüpfen. Ich kann mir auch anschauen, welche Besucher zuletzt bei Rieke auf der Seite waren. Ein Prinzip, was wir von Xing auch kennen, was die meisten auch gerne immer nutzen, um zu schauen, wer sich für einen interessiert. Das geht hier natürlich auch. Das ist die Facette Social Shopping im Prinzip. Dann haben wir eine weitere Facette, die auch relativ einzigartig ist. Wir setzen sehr stark auf Personalisierung. Nutzer, die sich bei uns anmelden im Profil, wenn du einmal weitergehst, können sich beispielsweise ihre Lieblingsfarben, ihre Lieblingsmarken oder Shops hinterlegen, um basierend auf diesen Informationen, die wir dann haben, bessere Empfehlungen zu bekommen. Hilft natürlich, wenn man weiß, nach welchen Marken man bei bestimmten Farben immer sucht, um schneller aus dieser Vielfalt von Produkten ein Ergebnis zu bekommen. Einmal weiter bitte. Bin gebeten worden, auch noch was zur Markteinführungsstrategie zu sagen. Das sind im Prinzip so zwei Phasen, die wir hatten. Wir haben sehr stark auf die Blogger-Szene am Anfang gesetzt, haben also bestimmte Informationen immer rausgegeben vor dem Start, um einfach eine gewisse Neugier zu erzeugen. Das machen wir heute weiterum auch noch. Ansonsten sind wir jetzt in einer etwas weiteren Phase. Wir haben jetzt gerade eine Kooperation mit Pepsi gestartet. Wir sind auf 42 Millionen Pepsi-Flaschen drauf derzeit, die im Handel sind und in dem aktuellen Kinospot von Pepsi. Dort kann man über Codes, die im Deckel sind, sich T-Shirts individuell bestellen lassen von seinen Fußballstars, die man dann aufs Match einlösen kann und die man dann zugeschickt bekommt. Das ist einfach die Phase, in der wir jetzt sind, dass wir halt Reichweitenkooperationen eingehen, um auch eine entsprechend starke Marke aufzubauen. Dann vielleicht zum Abschluss noch die nächsten Schritte, an denen wir momentan sitzen. Wir wollen natürlich das Angebot weiter ausbauen. Wir setzen natürlich auch auf eine stärkere Dezentralisierung. Wir haben schon Widgets von Smatch, die im Einsatz sind, werden uns da sehr viel weiter öffnen in Zukunft. Wir fördern noch stärker den Austausch der User untereinander. Das haben wir einfach in den ersten Monaten gemerkt, dass die das nutzen wollen. Und es wird einfach mehr Möglichkeiten geben, sich noch kreativer auf Smatch und inspirierender mit den Produkten auseinanderzusetzen. Und dazu müssen wir einfach viel testen. Und jetzt zur letzten Folie, dafür möchte ich Sie auch gerne einsetzen. Wenn Sie Ideen haben, Sie sind ja alle Experten in dem Umfeld und Anregungen, was wir besser machen können, dann lassen Sie es mich wissen und ja, unterstützen Sie uns beim Aufbau von Smatch. Vielen Dank. Björn, vielen Dank. Gibt es jetzt erstmal ad hoc erste Fragen von Ihnen? Ja, da werde ich mir mal wieder mal eine Frage aus meiner Tasche ziehen. In Zeiten von Preis ist geil, scheint das Konzept ja hier Social Shopping ja in eine ganz andere Richtung zu gehen. Aber oftmals denkt man doch, auch eine Digitalkamera ist ja was mit Lifestyle. Preissuchvergleiche, wie weit unterstützt euer System Preissuche? Tut es genauso. Preis ist ein Element bei einer Kaufentscheidung. Wenn wir verschiedene Händler haben, die das gleiche Produkt haben, egal ob aus dem Wohnen oder aus dem Modebereich oder aus dem Lifestyle-Bereich, dann kann man natürlich auch die Händler vergleichen. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass die Kataloge der jeweiligen Händler auch dann automatisch funktionieren, weil der eine nennt ja vielleicht die Kamera anders wie der andere. Oder wie wird das dann zusammengefasst? Das ist die große Herausforderung von uns, im Prinzip diese unterschiedlichen Schreibweisen und Artikelbeschreibungen zu harmonisieren und halt zusammenzubringen. Aber genau das ist unsere Aufgabe und unser Anspruch, ja. Wie viele Kataloge, hast du eben gesagt, sind jetzt schon online und was macht ein Händler oder wie geht ihr auf einen Händler zu? Wie kommen die Shops zu euch? Also wir haben ungefähr knapp 500.000 Produkte derzeit und die ja, aus zwei Richtungen. Einmal durch solche Veranstaltungen werden Händler auf uns aufmerksam und wollen dann beitreten. Das machen wir natürlich gerne. Und ansonsten schauen wir uns ganz genau an, welche Shops wir brauchen, um unser Sortiment in den Warengruppen noch stärker zu erweitern. Und ihr kriegt jetzt für Verkauf oder für geschickte User, also ihr habt also eine Klickgebühr. Wenn ich jetzt also keine User kriege, kostet mich das dann nichts als Händler oder habe ich dann auch eine Setup-Gebühr? Keine Setup-Gebühr. Hört sich ja gut an. Jeder Händler unter Ihnen, der kann direkt hier sich seine Visitenkarte abgeben. Ja, Björn, du bist jetzt seit September, seid ihr online? Ende Oktober. Ende Oktober, okay. Was wird der nächste große Schritt sein? Ja, hatte ich gerade schon gesagt, im Prinzip wird es die stärkere Dezentralisierung und Öffnung von Smatch sein. Ja, viel Erfolg. Danke für die Präsentation. Danke auch. Auch mit Smatch.